Bunkle Racing weiterhin auf Erfolgskurs. Die Auftragsbücher sind voll, die Rennsportspezialisten aus der Obersteiermark bauen weiter aus. Gestern wurde eine Erweiterung des Werks in der Slowakei eröffnet. Hier werden Bauteile für die Luftfahrt und den Automotive-Bereich, aber auch, und deshalb der Zubau, Teile für die Motorradindustrie gefertigt. Erweitert haben wir deswegen, weil wir zusätzliche Aufträge bekommen haben. Auf der einen Seite von KTM, von unserer Schwesterfirma, wo wir sehr viele Gehäuse für Motoren jetzt auch bearbeiten und für Getriebe. In Kapfenberg haben wir ja das neue Getriebewerk, wo wir die Innereien machen. Und die Gehäuse bearbeiten wir hier in Topolčany. Das Werk haben wir ja 2004 gekauft oder haben uns beteiligt, ganz kleine Anfänge, und haben schrittweise immer wieder vergrößert, neu gebaut, erweitert. Und da haben wir jetzt ungefähr 6 Millionen Euro investiert, und es wird sicher nicht der letzte Ausbau gewesen sein, den wir hier haben, weil es ist einfach sehr, sehr gut ergänzt. Wir produzieren Bauteile in Kapfenberg, zum Beispiel in unserer Schmiede, und hier in Topolčany assemblieren wir sie, bearbeiten sie und liefern sie dann als Subsysteme an unsere Kunden. 2006 waren es noch 100 Beschäftigte hier am Standort Topolčany. Mittlerweile sind es 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und im vorläufigen Endausbau soll die 500er Marke fallen. Damit soll es aber noch nicht aus sein. Bereits heute gibt es weitreichende Expansionspläne. Das Ganze hat eine längere Zukunftsperspektive auch gebracht. Wir haben uns dann auch sofort entschlossen, 2016, auch aufgrund dessen, dass es in der Slowakei sehr viel an Wirtschaftswachstum gibt, haben wir sofort auch zusätzliche Grundstücke gekauft. Das heißt, wir hatten zuvor knapp 30.000 Quadratmeter, haben jetzt zusätzliche 30.000 Quadratmeter noch hinzugekauft, diese aber noch nicht verbaut, haben wir einfach die Grundlage gelegt, dann auch eventuell in den nächsten Jahren dann das erweiterte Grundstück auch zu bebauen und auch mit einer neuen Produktionsstätte zu versorgen.